Es ist schon wieder so herrlich. Eiskalt, aber herrlich. Und wie kalt es ist, fällt mir am meisten tatsächlich, also die anderen haben auch alle schon Plüsch. Schau mal bitte, was Caspi für ein Plüsch ist. Sieht jetzt irgendwie nicht ganz so doll aus, aber schaut mal bitte, was Caspi für ein Plüsch ist. Der hat richtig langes Fell. Und er glänzt schön in der Sonne. Richtig. Richtig gesunder Junge. Ja, schön. Sabber deinen Kumpel ein. Heute ist ein relativ unspektakulärer Tag. Die Pferde genießen heute alle den Tag auf der Wiese. Ich habe mir jetzt gerade Ziva und Cosma geschnappt. Andersrum, das ist Ziva, aber ich glaube, ihr wisst es. Und Ziva war die letzten Tage halt richtig gut. Ich muss auch gleich noch ein bisschen was anderes machen, deswegen passt mir das ganz gut. Und Cosma war ja gestern einfach mal 3 Stunden ausreiten, das heißt, die hat wahrscheinlich auch ein bisschen Muskelkater. Ist auch ganz süß, die war am Anfang so ein bisschen noch so in sich gekehrt, also hat sich nicht so richtig getraut. Auf den letzten Galoppstrecken hat sie richtig Gas gegeben. Es steht jetzt übrigens fest, an welchem Wochenende wir hier das erste Turnier haben. Es wird tatsächlich im Dezember sein. Und ich bin eventuell an dem Wochenende nicht da, weil ich weil sich da so eine Möglichkeit aufgetan hatte, dass ich eventuell woanders bin, auf einem Turnier, auf einem internationalen Turnier, nicht als Reiter, sondern eben als Besucher. Und was machst du da? Und was tut sie da? Und ich würde eigentlich total gerne reiten, aber ich habe dann erfahren, dass im Januar die nächste Möglichkeit ist. Und ich bin jetzt echt im Überlegen, aber ich bin mir nicht so sicher, weil eigentlich bis dahin habe ich sie auf jeden Fall Parcours fertig, alle wieder. Oder Ziva wieder, Ziva springt ja schon regelmäßig kleine Parcours. Aber so Cosma und Lotti, die kennen das ja in dem Sinne noch nicht. Cosma, was hast du denn? Hast du dir irgendwie wehgetan? Oh nee. Ich weiß immer bei ihr nicht, ob sie einfach nur ulkig ist oder ob sie schon wieder irgendwie... Eigentlich schon wieder, oder ob sie irgendwas hat. Auf jeden Fall bin ich halt im Überlegen, weil Lotti und Cosma sind noch nicht für Turniere eingetragen. Das heißt, ich müsste die fürs Turnier eintragen lassen. Ich müsste mich fortschreiben für das Jahr 2021. Ich müsste die Ziva fortschreiben. Das heißt, es sind enorme Kosten. Wohingegen, wenn ich das dann halt erst im Januar mache, halt direkt die Pferde schon... Also ich hätte sonst dann, wenn ich jetzt die Pferde eintragen lasse, dann hätte ich halt ein Jahr verschenkt. Weil in dem Moment, wo man die Pferde als Turnierpferd eintragen lässt, hat man die... Fortschreibung für das Pferd für das Jahr bereits mit vorgenommen. Und sonst würde ich das machen für ein Turnier, um dann im Januar erneut fortschreiben zu lassen für das nächste Turnier. Und Ziva ja auch nochmal fortschreiben zu lassen. Das heißt, ich würde halt in Anführungsstrichen die doppelte Pferdemenge zahlen, die ich eigentlich reite, inklusive meiner eigenen Jahresturnierlizenz. Dann bin ich auch noch aus dem Verein ausgetreten. Das heißt, ich muss noch in den Verein eintreten, müsste dann für das Jahr 2021 jetzt die Gebühr zahlen, plus dann im Januar für das Jahr 2022. Wo ich dann auch so denke, hä, will ich das wirklich? Das heißt, es ist jetzt so ein bisschen, wenn die Pferde natürlich so richtig in Schuss sind, bis dahin, dann beiße ich in sauren Apfel. Aber sonst, ganz ehrlich, ist das echt auch ein bisschen so eine Geldfrage. Weil ich finde halt, also unabhängig davon, also... Das ist, ich finde es halt unnötig. Und gerade weil dann irgendwie auch so klingt so blöd, aber es ist dann auch Weihnachten und Co. Und da möchte ich halt dann irgendwie eher mein Geld für Geschenke ausgeben, auch wenn das sehr materialistisch klingt. Aber ich beschenke Leute sehr, sehr gerne. Oder da denke ich mir, ja, oder ich investiere das Geld lieber in, was weiß ich, noch eine Physiobehandlung oder irgendwie irgendwas anderes oder einfach eine schicke neue Schabracke für alle Pferde fürs Turnier. Also so blöd, so doof das klingt, als dass ich halt unnötig halt doppelt und dreifach Turnierkosten zahle, die ich halt, also einmal was zahle, was ich halt 4 Wochen später wieder zahle, damit ich dann halt im Januar überhaupt an dem nächsten Turnier teilnehmen kann. Ja, also ihr merkt, es macht eigentlich keinen Sinn, aber ich habe richtig Bock, einfach wieder Turniere zu reiten. Aber es ist wirklich eigentlich so hart und nötig. Cesi hat schon wieder keinen Bock auf das Rumgezicke von Lotti. Man trinkt jetzt einfach wieder aus der Pfütze. Cesi war ja gestern auch mit ausreiten. Oh, der ist momentan...
der ist ganz schön, wie soll ich sagen, der ist ganz schön grillig. Sowohl in der Arbeit als eben auch so im Umgang. Aber so beim Reiten macht das richtig viel Spaß. Cesi ist so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein ganz oder gar nicht Pferd. Ich finde das kein Pferd, mit dem man so in der Gegend rumbummeln kann. Und als ich ihn vorgestern geritten bin, wir sind so viel geritten. Wir haben auch, also Cesi kann ja sehr viel. Man glaubt es zwar nicht, aber Cesi kann unfassbar viel. Ich stand ja damals bei einer Richterin für Dressur und als er einfach wirklich, also ich meine, die mich länger verfolgen, die wissen es ja, dass Cesi und ich, dass das wirklich immer so ein riesen Struggle war, mit dem zu springen. Und mal ging's, mal nicht. Cesi und ich haben L gewonnen, also auf WBO-Basis zwar, aber wir hatten ja immer dann Turniere, aber es war ja ein reguläres, also wir haben es nur so als WBO ausgeschrieben, damit wir halt alle in Ruhe vom Verein dort reiten können, ohne und halt nicht im Winter aus den Turnieren rauskommen. Und es war relativ cool und es war halt regulär mit Richtern, Nenngeld, bla bla bla. Also ganz normales Turnier eigentlich, nur halt eben nicht LPO-Basis. Kein offizielles großes Turnier, aber halt eigentlich alles wie Turnier. Und ja, hat er dann einfach das L-Springen mit mir gewonnen und es war echt cool. Aber dann gab es natürlich auch Phasen, wo er mich einfach vor so einem Cavaletti abgebockt hat, wie so ein Wahnsinniger. Und das fand ich echt mega, mega schade. Und dann bin ich in der Zeit super viel Dressur geritten. Und Cesi kann wirklich viel. Der kann halt Arbeitspirouetten, der kann Serienwechsel. Und das habe ich mir halt tatsächlich alles mit dieser Trainerin erarbeitet. Also ich bin ihn geritten und sie hat es mir erklärt. Und der springt, also der kann halt alles. So natürlich nicht so ganz ausdrucksstark wie so ein Dressurpferd, also eins, was dafür geboren worden ist. Aber er macht's halt. Er läuft, wie gesagt, auch Arbeitspirouetten, weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Er kann auch sowas so ein bisschen so halbe Tritte, also so Ansätze zu Piaf und Passage natürlich jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, das gibt eine 9 oder so. Aber so, dass wenn man das mit ihm anfängt, er sich halt sehr gut setzt, denn also er ist ja ein sehr kompaktes Pferd und trotzdem ist es für ihn unfassbar schwer, sich auf die Hinterhand zu setzen, weil er sehr vorhandlastig von Natur aus ist. Also er hat so ein bisschen so eine grundsätzliche Bergab-Tendenz, wohingegen zum Beispiel so eine Cosma von Natur aus schon mehr von hinten schiebt. Also er ist nicht so einfach. Sieht zwar immer so einfach aus und ich finde es auch ganz lustig, weil Cesi ist, glaube ich, so das Lieblingspferd von meinen Zuschauern. Und trotzdem ist er, auch wenn es alles immer so süß ist mit ihm, ist er tatsächlich echt schwer. Also der ist nicht so locker flockig. Naja, und ich habe jetzt irgendwie dann gestern gedacht, so ja, oder wir reiten einfach so Turniere. Wir haben ja zwischendurch auch mal hier welche. Und es macht so viel Spaß eigentlich, aber ich muss sagen, ich habe ja keinen Dressurtrainer hier und ich habe auch gar nicht die Zeit, wenn ich alle anderen Pferde auch reite, mit einem Pferd irgendwie zum Dressurtraining wegzufahren. Und ich finde, das muss dann schon Hand und Fuß haben. Ich finde, so beim Springen, da kann man halt selber noch ein bisschen was machen und dann kann man halt irgendwie da reinreiten. Aber bei der Dressur geht es ja auch, also ich sag mal so, Cesi könnte problemlos durch eine M-Dressur durchlaufen. Er kann alle Lektionen. Aber es würde halt sau schlecht benotet werden, weil es halt nicht, also so eine Dressur soll ja nicht nur korrekt geritten sein, sondern er soll ja auch Ausdruck haben, also es soll ja alles richtig sein, so. Und bei der Dressur geht's ja auch viel, viel, viel um Optik. Und, das heißt, er läuft die Sachen halt wie ein Springpferd. Das heißt nicht, dass er sie inkorrekt läuft, aber er läuft sie halt einfach ohne großen Ausdruck. Und es sieht halt nicht so pompös aus wie beim Dressurpferd. Und deswegen, da bräuchte man halt einfach dann jemanden, der einem dann erklärt, wie man nicht nur eben Traversalen reitet, sondern wie diese Traversalen dann auch noch unfassbar hübsch sind. Und da, ja, wie gesagt, das kann ich einfach nicht. Und
Wer weiß, vielleicht mal schauen, vielleicht gucke ich mal. Ich habe halt nicht so richtig Lust auf A-Dressuren, muss ich sagen, weil die häufig ja zu zweit geritten werden und das macht mit ihm tatsächlich gar keinen Spaß in der Halle oder auf dem Platz. Er ist eher so ein Pferd, er ist ja eh so grundsätzlich so aufgeregt, wenn wir Turnier reiten. Und wenn wir dann alleine sind, konzentriert er sich aber mehr auf mich. Wenn er aber sowieso aufgeregt ist und dann noch ein zweites Pferd dabei ist, dann glotzt er nur nach dem anderen Pferd und es macht wirklich keinen Spaß. Und deswegen müsste ich dann halt, wenn ab A zwei Sterne, da gibt es ja meistens dann oder gibt es ja öfters mal einzeln, oder halt ab L, aber für L, das sieht einfach nicht nach L aus. Also es gibt ja Leute, die meinen, dass sie L reiten. Und das sieht dann aber einfach auch dementsprechend aus, so nach sie meinen, dass sie L reiten. Und das möchte ich halt nicht. Ich habe keine Lust auf ein Pferd, was ich dann halt künstlich irgendwie nach oben reite, in Anführungsstrichen. Aber mal schauen. So ist ein bisschen so ein Laber-Video heute, weil nichts passiert. Ich habe heute Hochzeitstag mit meinem Mann und deswegen muss ich jetzt noch eine Kleinigkeit fertig machen für ihn. Ich habe gestern noch ein paar Fotos bestellt, die noch offen waren, denn hier kleine Story für euch oder kleine Idee für euch. Mein Mann guckt ja eh nicht meine Videos, deswegen kann ich es euch erzählen. Mein Mann bekommt von mir ein Tagebuch unseres ersten gemeinsamen Jahres als Ehepaar. Und da fehlten mir noch ein paar Fotos der letzten Monate und die habe ich dann gestern Abend noch schnell bei DM drucken lassen und die muss ich jetzt noch fleißig einkleben. Und meine Pferde genießen jetzt hier, ich glaube, den letzten Tag auf der Wiese. Ich glaube, ab morgen ist Paddock, habe allerdings noch keinen Paddock-Plan, also vielleicht gehen sie auch noch eine Weile auf die Wiese. So, und mein Gesicht seht ihr heute nicht, weil ich aussehe wie Kraut und Rüben, weil sehr intime Informationen, aber es ist die Zeit des Jahres, des Monats wieder und ich sehe dann so schlimm aus. Also, oh, es ist mir dann auch so, ich weiß, ja, viele haben das und so und Zeichen setzen, aber true story, mir ist das einfach richtig unangenehm und deswegen zeige ich euch das nicht. Das heißt nicht, dass Pickel zu haben schlimm ist. Ihr könnt alle gerne Pickel haben. Ich habe ja nun mal auch gerade welche. Aber mir ist das trotzdem, ich fühle mich damit nicht so wohl und deswegen mag ich mein Gesicht gerade nicht zeigen. Ist übrigens erst seit der Schwangerschaft so. Ich habe vorher hier und da mal vereinzelt irgendwie ein Pickelchen gekriegt, wenn ich meine Tage bekommen habe. Und jetzt sehe ich aus, als würde ich gerade auf den Zenit meiner Pubertät hinsteuern. Richtiger Müll.